Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Mario Magana Landgang in Porto Doro. Nein, Quatsch, natürlich zu Super Mario Sunshine. Ich habe mal im Auswahlscreen von den Insignien oder von den Missionen hier schon angefangen aufzunehmen. Und jetzt geht's wieder Mario Magana ein bisschen an Kragen. Keine Ahnung, was der hier überhaupt schon wieder will. Erzählt mir erstmal, was hier los ist. Komm. Momentchen bitte, wenn du hier bist, wer ist der Kerl? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich sehe aber hier ein M. Bist du hier nicht gerade vorbeigekommen? Ja, das kann sein, aber vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall hole ich mir erstmal hier eine blaue Münze wieder. Zack. Und Nummer 3. Jetzt kriegt er erstmal wieder ein bisschen was auf den Platz. So. Zack, zack. Krieg dich so oder so, wo immer du jetzt bist. Was hat er eigentlich vor immer die ganze Zeit? Das ist die nächste gute Frage. Nein, ich möchte hier hoch gerne. Und wo ist er jetzt? Hä? Wo ist er? Das ist übrigens eine blaue Münze. Die möchte ich mir unter Umständen eigentlich schon noch gerne holen. Ja! Und außerdem habe ich von hier oben einen besseren Überblick. Wo ist er? Ah, da drüben. Ja, ich krieg dich eh. Was immer du vorhast. Ja, was hast du eigentlich vor? Lass uns mal darüber reden. Weil ich will dich, ich mache dich jetzt die ganze Zeit nass hier und weiter. Ja, und jetzt? Ach, ich musste ihm jetzt folgen, aber was? Nee. Ah, ich hab ihn schon. Yippie! Pah, das vergesse ich nicht. Ja, das machst du nie. War aber eine relativ einfache Mission so. Oh, oh, das wäre knapp geworden. Ich renne einfach ganz normal hier in die Insignie. Keine Ahnung. Wir haben ihn bezwungen. Und irgendwie war das jetzt mittlerweile ein bisschen unspektakulär. Früher konnte man es immer ein bisschen im Laufen machen und aber jetzt dann mit dem Xbox 360 Controller ist es ein bisschen schwieriger zu handhaben, das Ganze. Aber ja, es klappt ja trotzdem. Dann tue ich ihn halt aus der Ferne ein bisschen nass machen. So, aber jetzt mal weiter. Haben wir noch ein Level? Ich hoffe, wir haben noch ein Level hier. Ja! Level Nummer 8, Yoshis Obst-Obolus. Mal gucken, was es damit schon wieder auf sich hat. Ich habe keine Ahnung, muss ich ehrlich zugeben. Aber wir werden es ja jetzt dann sehen. Okay. Ah, so, wir müssen dann da oben das mit Yoshi freimachen. So, erzähl mal hier, Meister. In Parco Fortuna bei Sole und Luna ist ein Yoshi. Hast du ihn getroffen? Kannst du hier hoffen? Den Zugang ist offen. Hey, der singt das sehr geil. Auf dem Markt dort drüben wird rege Handel getrieben. Ja, da klaue ich mir wieder was. Komm. Die Tutut-Schwestern sind hier. Ich darf sie nicht verpassen. Ja, alles klar. Wie auch immer das ist. Ganz cool finde ich übrigens auch die hier links planschen hier unten. Man sieht die nicht ganz durchs Gitter hier, die zwei. So, dann erzählt mal. Was ist hier los? Oh nein, ich wollte mit dir reden. Sorry, ich wollte dich nicht aggressiv machen. So, Meister? Ja. Die Tutut-Schwestern sind hier? Wow, heute muss ich da eher Schluss machen. Ja. Kein Bock zu arbeiten. So hört sich das an. Und ein Extra-Leben. Wuhi! Und ich glaube, so kommen wir jetzt auch nach oben. Ich hoffe es zumindest. Also ich habe gerade keinen Plan. Hier war, glaube ich, eine Kiste. Nee, doch nicht. Aber ich habe was anderes gesehen da hinten.
Fuck. Na komm, halt dich fest. Mario! Du machst mich schwach. Ja gut, dann gehen wir halt erstmal hier hin. Moin und so. Was ist los? Tut-tut-Schwestern. Entschuldigung, mach bitte Platz. Tut-tut-tut. Wie jetzt? Hallo, ich bin Mario. Warum sind die Fans so angezogen und schmutzig? Es nervt. Tut-tut-tut. Ihr habt doch wohl einen Dachschaden, oder? So, jetzt ist mal die Frage, wo ist das Yoshi? Möchtest du mir etwas sagen? Hallo? Nein, möchte ich nicht. Ja, richte nicht auf. Komm. Oh, hey, tust du mir einen Gefallen und gehst auf das Silo? Du hast einen Schalter, auf dem du springen solltest. Es scheint, als das Obst im Rohr versteckt. Aha. Wollen wir uns da mal angucken. Geht's hier nicht weiter hoch? Schade, ich dachte, das ist so ein Teil, wo man... So, jetzt wartet mal. Am besten, ich guck mal, von wo ich da am besten hochkomme. Ich meine, ich kann es natürlich hier rüber versuchen. Aber da fliegt der wieder runter. Okay. Dann machen wir es doch hier rüber. Ein Schalter? Hä? Wo ist da ein Schalter? Da oben ist die Insignie, das weiß ich. Da oben ist ein M. Ja, aber jetzt mal ernsthaft, wo ist hier ein Schalter? Ich seh hier keinen Schalter. Bin ich blind? Ich weiß nicht. Ich hol mir erstmal das M. Das M ist auch wichtig. Nein. Das Geräusch übrigens, was ihr da auch mal hört, das ist ganz einfach nur, wenn ich, wie soll ich das erklären? Wenn ich, lauf... Ne, warte mal, wie war das? Ah, ich hab's vergessen, die Erklärung, fuck. Es ist, wenn ihr zwei Aktionen gleichzeitig ausführt, im Großen und Ganzen, einfach gesagt. Aber das Zielen und das Wechseln von der Düse. Ah! Ach, der will so einen Ball haben. Oh Gott, wo treibe ich den jetzt auf? Das sind die Bälle, die man nicht nehmen kann, die man nur kicken kann. So viel ist sicher und da können wir auch noch rein. Jetzt ist die Frage, wo kriege ich so einen her? So einen Ball. Das muss ja hier oben irgendwo sein. Das ergibt ja keinen Sinn. Irgendwo da oben. Und wo komme ich eigentlich raus, wenn ich hier weiter renne? Hier in ein Haus. Da komme ich bestimmt nicht hoch. Doch, da komme ich ja hoch. Okay, gehe ich aber gleich wieder runter. Ui, bumm. Hier dann. Hier komme ich auch raus, ja. Geiler Scheiß, ey. Wo ist die Frucht? Wo habt ihr sie versteckt, ihr kleinen... gemeinen, fiesen Leute. Komm, halt dich fest, Mario. Eine deiner leichtesten Übungen. Ich gehe mal hier hoch. Mit der Düse. So, weil hier komme ich jetzt schon mal hier hin. Das ist klar, okay. Hier ist ein Flugzeug. Moin. Freizeit ist der große Teil des Lebens. Irgendwas mit Arbeiten. Ich fliege in meinem Privathubschrauber nach Hause. Was dich betrifft, mach weiter so. Du bist mir so einer. Okay, alles klar. Ich freue mich. Worüber ich mich nicht freue, ist, weil ich keine Ahnung habe. Ja, da hoch muss ich. Das ist mir klar. Aber wo finde ich diese Frucht? Diese Kackfrucht? Hui! Sorry. Hier ist der Markt. Ja, okay. Aber wo finde ich diese Frucht? Ups. Hä? Ich habe hier gerade so einen kleinen Hänger, muss ich sagen. Ich weiß gerade nicht, wo ich suchen soll. Warte mal, was hat der nochmal gesagt? Hier? Warte, wo ist er? Hier. Bla bla bla. Oh hey, tust mir einen Gefallen und gehst auf das Silo. Da ist ein Schalter, auf den du springen solltest. Es scheint, als ob du Obst im Rohr versteckt.
Ja, da bräuchte ich am besten aber die andere Düse, glaube ich. Vielleicht steckt genau das Ding fest. Ja, mal gucken. Na komm. Ach, Mario. Kann doch nicht so schwer sein. Nein. Nein, das wollte ich auch nicht. Ja, das wollte ich. Sehr gut. Sehr gut. So, wo ist jetzt hier ein Schalter? Wo? Auf das Silo. Oder meint er, dass das Ding da oben ist? Ah, lol, der Knall hat das gemeint. Ah, ist die falsche Frucht, glaube ich. Der wollte doch was anderes, der Yoshi. Oder? Nee, ja, das ist die falsche. Ja, weg damit. Komm, da muss noch was festhängen. Ja, und jetzt? Da war die falsche Frucht. Ja. Also, oder muss ich jetzt so lange gucken, bis das Richtige dabei ist? Das, okay. Ich glaube, wir sind auf die Sprünge gekommen. Nein, ist das Falsche. Ah. Ist das Falsche? Weh, das Ding springt nach hinten weg. So. Boom. Das ist auch das Falsche. Wäre aber cool, wenn es schon in die richtige Richtung springen würde. Automatisch. Das ist auch das Falsche. Wie jetzt? Ja. Komm jetzt, lass mich doch mal ein bisschen Glück haben. Ich brauche diese bestimmte Frucht. Das ist doch schon wieder Kacke, wenn die ewig nicht kommt. Ja, ja, das ist sie. Das ist sie, die brauche ich. Das Problem an der Frucht ist, man kann die wie so ein Fußball zwar schießen, aber mehr auch nicht. Man kann die nicht nehmen. Warum Yoshi ausgerechnet das Ding jetzt haben will? Ich kann es nicht ändern. Juhu! Hi Yoshi! Jetzt ist die Frage. Wie komme ich da rüber? Schmeißt du mich mitsamt Yoshi rüber? Unser Held kehrt bald nach Hause zurück. Wie traurig. Nein? Was soll ich machen? Wie bitte? Ja, ich soll darüber. Okay, das habe ich verstanden. Über die Fische oder was? What the fuck? Okay, also ich hole mir jetzt Yoshi nochmal. So viel ist klar, ja? Aber was soll ich damit machen dann? Ich soll darüber. Okay, das habe ich auch verstanden. Das ist ja kein Problem. Aber wie geht's dann weiter? Ist die Frage. Da hapert's noch an der Umsetzung. Der will nur so ein dummes Ding, ne? Nee. Ey, Yoshi ist wählerisch geworden. Ich meine, in Piazza Delfino, da haben wir alles gleich da. Aber hier nicht. Hier muss ich erst fünfmal auf diese Schalter drauf. So. Ja, gleich auf Anhieb. Vorsichtig. Nein. Ach komm. Das war doch jetzt gemein, ey. Meine Güte, ist es denn zu viel verlangt? Ich will jetzt nicht die Raketendüse extra holen. Da hat's mich durchgeglitscht, warum auch immer. So. Okay. Einen Versuch machen wir noch. Falsche Frucht. Das war jetzt klar.
Da kommt jetzt erstmal wieder 10 Stunden die falsche Frucht. Nein, da ist sie! Yoshi, du wählerisches Yoshi. So. Okay. Alles klar. Wir gucken im nächsten Part, wie wir da hochkommen. Man sieht es kaum. Aber wir gucken da mal, wie wir da hochkommen. Und bis dahin macht's gut. Viel Spaß noch. Und tschüss.